Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung. Das machen wir wie immer mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, dass er natürlich für uns die Zeit gefunden hat, aber auch so viel Interesse wieder da ist und so viele eingeschaltet haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie beim FX Flat und wir schauen uns mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und ja, dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Wir holen noch die YouTube-Community noch dazu und dann legen wir richtig los. So, jetzt müssen wir es aber haben. So, also ich denke mal, wir sind jetzt überall dann auch gleichzeitig live um 15:25 Uhr mit ein bisschen Verzögerung. Hatte ich aber gestern ja auch schon in meinem Livestream ja schon gesagt. Ich hoffe, dass ich ja einigermaßen durchkomme. Aber es hat ja noch irgendwie funktioniert, wenn auch irgendwie 10 Minuten später als gedacht. Also das Story geht natürlich vor allen Dingen dann halt hier in die FX-Flat-Runde bei GoToWebinar, weil dort stand ja unverändert 15:15 Uhr. Und bei YouTube habe ich es ja eben auch gerade erst eingestellt und von daher habe ich da nicht unbedingt Delay. So, das war auch das Stichwort. Natürlich ist auch der Nelson wieder dabei, hier von FX-Flat auf der anderen Seite und darf natürlich auch sehr gerne sein Hallo in die Runde loswerden. Ja, Nelson. sehr gerne natürlich. Hallo YouTube. Ich freue mich, dass ihr da seid und natürlich auch ein Hallo an TraderPulse und an die Twitch-Community. Genau, die sind nämlich auch nochmal mit dabei. So, ich kriege kein Hallo, wie ihr gemerkt habt. Das liegt einfach daran, dass der Nelson und ich, wir haben es heute schon gesehen. Wir haben es quasi gerade erst verabschiedet. Und ich bin dann gerade Danke für mit. die Aufklärung, sonst würde ich da blöd stehen jetzt. Nein, es ist ja nicht deine Schuld. Also auf gar keinen Fall. Das ist so gar nicht gemeint, aber es ist ja völlig in Ordnung. Nein, ich bin da eben gerade, wir waren halt heute noch irgendwie einmal zusammengesessen. Und mussten da irgendwie kurz ein paar Sachen besprechen und da war halt so ein bisschen meine Sorge, galt der A3, die immer gerne mal irgendwie schön befahren ist. Aber gut, wir halten es jetzt hier auch nicht allzu lange auf. TraderPulse hat er schon erwähnt, also nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite in die ganze große breite Runde. Freue mich sehr, dass ihr alle nochmal hier live mit dabei seid. Wie ich sehe, ist es ja auch recht gut besucht, obwohl ich das jetzt auch tatsächlich viel zu kurzfristig bei YouTube reingestellt habe. Das heißt, alle, die bei YouTube hier gerade dabei sind, sind wohl entweder Live-Chart-Abonnenten oder eben Subscriber vom YouTube-Kanal. Finde ich beides natürlich super, weil so kriegt man es ja dann auch logischerweise mit. So, jetzt besteht meine Aufgabe natürlich da drin, jetzt irgendwie rauszufinden, was ich mit dem Markt anfange, weil das ist natürlich ja auch immer so ein psychologisches Ding, ne? Man soll ja eigentlich irgendwie nicht so zwischen Tür und Angel irgendwie traden und irgendwie da unbedingt irgendwas reißen und versuchen wollen, sondern man soll das ja irgendwie mit Bedacht und Ruhe machen. So, Bedacht und Ruhe hatte ich bis jetzt tatsächlich noch nicht. Und von daher werde ich da auch jetzt nicht überstürzt rangehen, ne? Das heißt, ich gucke mir das jetzt erstmal zusammen mit euch dann eben auch hier an, was das irgendwie werden soll und wo man da irgendwie anknüpfen kann. So, aktuell sieht man ja hier, ich bin jetzt nur im DAU H1 erstmal unterwegs. Man sieht, er drückt so ein bisschen nach unten gerade und das ist auch dem Framing geschuldet und von daher halt auch recht richtig. So, aber generell ist meine Richtung nach oben. So, ich glaube, jetzt hier irgendwie direkt long reinspringen wäre, glaube ich, irgendwie nicht so wahnsinnig klasse. Und jetzt muss man mal gucken, wo man sich da jetzt orientiert. Ich würde halt irgendwie schon, also ich habe ja gestern auch, glaube ich, gesagt, es wäre natürlich schon nett, irgendwo auf der Unterseite abgeholt werden zu können. Die Frage ist dann natürlich, wo, ne? Und das heißt, ich würde jetzt erstmal hier so rangehen und mal sehen, wie die ersten Minuten da jetzt quasi ablaufen und mal sehen, ob da halt irgendwie Käufer ins Spiel kommen oder ob da zum Beispiel jetzt irgendwie ein Algo am Start ist, der den Markt jetzt nach unten drückt. Auf der Unterseite natürlich prädestiniert wäre ganz klar die 40.599, halte ich aber für zu tief, ehrlich gesagt. Das wären jetzt irgendwie 200. 40, 241 Punkte Korrektur in einem Aufwärtsimpuls. Also im Daily ist es ja recht klar und deutlich, ist es ja ein Impuls, der nach oben gerichtet ist. Hängt hier lustigerweise jetzt genau an dieser Diagonalen, die ich da eingezeichnet habe, die mich aber jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt erstmal, ne? Und da habe ich ja gestern auch so ein bisschen was dazu gesagt. Das heißt, ich würde hier schon irgendwie gucken, wo man da halt irgendwie long reinkommt. Der Markt macht jetzt auch gerade auf. Erste Reaktion ist erstmal nach oben. Also in der Impulsrichtung.
Bin mal gespannt, wie das jetzt irgendwie die nächsten Sekunden dann weitergeht. Also das heißt also generell, ich würde long gucken, war ja dann schon mal nicht so falsch, aber vom Gucken hat man ja logischerweise irgendwie nicht so wahnsinnig viel davon. Ne? Also drückt ihr erstmal rauf. Framing ist aber immer noch in Rot. Das heißt, das muss er erstmal jetzt irgendwie auch hinkriegen, dass das um 16 Uhr dann halt hier wieder in Grün ist. Und ob das jetzt im ersten Stich gelingt, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Wenn wir jetzt hier mal rübergehen ins kleinere Bild, sieht man eben auch hier oben ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Kassaschluss von gestern getroffen, dann der quasi VWAP, den der Stereo Trader hier einzeichnet. Das heißt, könnte erstmal jetzt noch eine Reaktion nach unten folgen. Es ist halt die Frage, wie geht man ran? Ne? Wie immer, macht man irgendwie, skaliert man eine Position oder versucht man perfekt einen Punkt zu erwischen? Ich sag mal, der perfekte Punkt war jetzt hier oben, für den ist es natürlich zu spät. Jetzt könnte man sagen, gut, das Framing ist rot, man kann ja mal versuchen, irgendwie skaliert da reinzukommen. Aber ich glaube jetzt einfach so in Anbetracht dessen, dass wir jetzt hier wirklich schon in den ersten 2 Minuten schon eine Wohler haben, die jetzt hier schon irgendwie bei 70 Punkten gerade liegt, ist das, weiß ich nicht, vom Risiko, glaube ich, so ein bisschen schwierig, das hier vernünftig zu machen. Deswegen würde ich da erstmal dabei bleiben und sagen, okay, lass mal irgendwie eine Runde warten und mal gucken, wie der M5 sich dann eben auch zumindest mal darstellt. Ne, also geht jetzt nicht darum, welcher Timeframe ist jetzt der, der das Rennen macht, sondern eher so, um so eine gewisse Kontinuität irgendwo zu versuchen, halt rauszulesen. Ne? Aber generell auch hier Framing nach unten gerichtet, M15 ist alles rot. Ne? Und von daher, dass der Stich nach oben nicht so durchgelaufen ist, ist dann schon irgendwie auch recht verständlich. Ob er das jetzt auf der Unterseite weit schafft, steht natürlich auch wieder auf dem anderen Blatt. Das heißt, ich würde jetzt, wenn der jetzt nochmal hochkommen sollte, mal versuchen, erstmal eine Runde Short mitzugehen. Hier am Point of Control jetzt erstmal, um da mal zu sehen, ob man da halt ein paar Punkte runterkriegt. Ne? So, aber generell, so vom Framing jetzt erstmal eine dankbare Geschichte, wie ich finde. Weil man ja halt schon irgendwie ganz gut sieht, dass es in allen Timeframes irgendwie gerade passt. Ne? Und der darf korrigieren, er muss es aber halt leider nicht. Ne? Ich bin generell immer noch ein Freund von Long, aber das sollte dann irgendwie auch ein Punkt sein, der dann halt eben auch greifbar ist. Und das sind jetzt natürlich genauso die Sachen, weil ich hier so ein bisschen gehetzt reinkomme. Ne? Ich wollte es nämlich vorhin eben noch sagen, hier auf der Unterseite die Extension, das wäre wohl das Minimum. Und da sieht man auch, da hat er auch direkt jetzt erstmal gebremst, heißt aber jetzt erstmal noch nichts. Ne? Und vom Volumen her, also der ist ja der Ansatzpunkt, den ich eigentlich hier nur habe. Versuche ich natürlich auch immer so ein bisschen den Vortag daraus zu lesen, beziehungsweise in Kombination mit Intraday. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, vorhin war der Volumenpeak hier oben bei der Ausprägung und jetzt haben wir den Point of Control aber ein bisschen tiefer liegen. Ne? Das heißt, das Volumen dreht sich schon irgendwie gerade in Richtung Südseite. Erstmal. So, wie gehen wir jetzt damit um? Also, ich gucke mal nochmal rüber in den H1. Also, wir laufen hier jetzt gerade in das ganze Volumengebilde von gestern erstmal rein. Und das sind die nächsten Peaks, um die jetzt einfach mal hier so ein bisschen hervorzuheben. Das sind halt hier diese Supports, ne, bei der 800 etwa. Da dürfte dann wahrscheinlich auch ein bisschen was passieren. Und hier unten ist relativ viel Luft. Das heißt, hier unten drunter ist dann halt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder er fällt da durch wie Butter oder wenn er nicht weiterkommt, dann geht die Liquidität aus. Das heißt, wenn nicht weiterkommt, sollte man sich dann irgendwie angucken, über ein paar Minuten, dann halt mal sehen, ob wir dort zum Beispiel aufsteigende Lows als Beispiel haben. Ne? Wenn der aber jetzt halt hier im kleinen Timeframe durch die 800 durchdrückt, dann landen wir möglicherweise auch recht schnell an der Value Area Low von gestern. Und die ist natürlich dann wesentlich tiefer. So, das heißt, Short hier wäre natürlich richtig gewesen. Sieht man jetzt ja auch schon recht deutlich. Aber dann eben auch im Zweifelsfall nur bis hierhin und bei der 809 würde ich jetzt mal irgendwie aufpassen und da mal ein bisschen genauer hingucken. Ich raff das hier auch mal ein bisschen, damit man es eben hier auch möglicherweise erkennt. Ich habe das jetzt hier noch nicht im Live-Chart freigegeben. Das hätte ich die Linie hier auch, werde sie hier aber auch mal einzeichnen. Das sind halt die Lows, das sieht man natürlich auch ohne Volumen ganz genauso. Aber in Verbindung mit dem Volumen sieht es natürlich erstmal so ein bisschen brauchbarer aus. So, machen wir das hier mal ein bisschen kleiner. Das wäre halt eben auch hier auch genau dieses Level. Irgendwie so knapp über der 800.
Da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da zumindest gleich mal eine Reaktion wieder sehen, ne? Weil ich glaube nicht, dass die Lows so einfach verkauft werden und wir jetzt hier mal eben vom heftigen Short-Impuls und Long-Impuls und Long-Trend mal eben nach Short wechseln. Das heißt also, irgendwo hier unten drunter geht höchstwahrscheinlich relativ schnell im ersten Versuch zumindest die Liquidität aus. Das wäre mal so mein Ansatzpunkt. So, es ist 2,5 Kontrakte. Wer jetzt hier, so gehe ich ja immer gerne mal ran, erstmal ein bisschen weniger. Das heißt also, es wäre halt hier ungefähr ein Drittel. Bitte nicht nachmachen. Das ist ja, wie auch am Anfang gesagt wurde, alles keine Empfehlung. Weil genauso wie wir halt übergeordnet einen aktiven Long-Impuls haben, haben wir jetzt hier erstmal untergeordnet einen recht deutlichen Short-Impuls. Ne? Und da muss man dann im Zweifelsfall dann eben auch schnell umentscheiden oder eben auch anerkennen, so hey, war nix. Also mal gucken, ob das jetzt hier gelingt, also beziehungsweise ob dann eben auch nochmal jetzt so ein Stich da unten reinkommt. Und wie immer wäre meine erste Orientierung die Richtung 15:45 Uhr. Also der erste, ja, würde ich sagen, größere Timeframe, aber so ein halt so ein mittlerer, der aber dann doch schon irgendwie was bringen könnte. So, jetzt gucke ich mal über die Kommentare drüber. Wenn der Markt mich jetzt nicht gerade sofort hier abholen will, natürlich. Mal gucken, so ein kleiner illiquider Stich darunter wäre schon recht nett. Man sieht ja, es will zumindest so ein bisschen langsam jetzt erstmal gerade. Das wäre natürlich jetzt schon extrem genau. Also wenn das jetzt hier irgendwie gewesen wäre. Aber okay, wäre dann halt auch im Zweifelsfalle in Ordnung. Aber generell habe ich ja auch gesagt, ne, wenn man da oben Short gewesen ist, war auf jeden Fall erstmal richtig, aber im Zweifelsfall eben auch nur bis hierhin. Ne? Ich gehe mal irgendwie eine Nummer kleiner in den M1. So. So, long oder short, genau, das ist die entscheidende Frage, wenn ich hier für die Kommentare drüber gucke. Ja, möglicherweise beides, ne? Es kann ja auch sein, dass es irgendwie nur so ein bisschen seitwärts irgendwo rumdümpelt. Aber lass den mal versuchen, ob er da durchkommt. Und ich glaube nicht, dass da so schnell jetzt irgendwas anbrennen wird. Glaube ich nicht. Einmal hier drunter gucken, unter die 800, und dann bin ich mal gespannt. Also bis jetzt für meine Begriffe, Algo irgendwie, ja, der M1 hält sich schon irgendwie recht genau hier an das Framing erstmal. Da würde ich den dann auch so tief wie möglich ansetzen. Nicht nachmachen, ne? Ich handle hier gegen den Impuls. Also das heißt auch damit gegen den kurzfristigen Trend. Oder gegen den. Also, machen wir erstmal so. Ich würde so ein bisschen skalieren, mal gucken, ob wir hier so ein paar Punkte eben nach Norden dann halt mitkriegen. Ne? Aber hier sieht man, hat er schon relativ schnell nach oben gepoppt. Und von daher interpretiere ich das mal, als da unten ist erstmal keine Liquidität zu finden. Das kann natürlich wie immer alles falsch sein. Deswegen, ne, der Risikohinweis ist keine Makulatur. Und ich bin nicht gerade frisch hier reingekommen. Also beziehungsweise frisch, ja, aber nicht unbedingt sehr frisch und ausgeruht im Kopf. So, mit einer größeren Position, 10 Punkte gäbe es jetzt hier schon, hätte schon gepasst. Und so, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den hier jetzt auch nochmal nach oben dann weggedrückt kriegen. Und der Markt dann mal versucht, wieder auf irgendwie Anfang zu kommen. Würde die Position hier dann oben auch erstmal verdoppeln. Und hier dann eben auch, wenn er es macht, dann auch wieder rausgehen. Ja, mal gucken, so, was haben wir? 39. Das heißt, der M5 schließt erstmal hier in Grün. So, kommen wir einmal kurz ein bisschen ansetzen, reicht doch schon. Okay, bisschen lame. Und wenn man jetzt möchte, kann man ja auch hier sagen, gut, dann skype ich mir das Ding eben raus
und macht direkt den TA-Trail ran. Und wenn er eben oben ein bisschen weiterläuft, ist fein. Ja, mit der zweiten war ich so ein bisschen schisserig mit der Position, ne? Zugegebenermaßen, aber wie sieht, man sieht ja hier, ne, Stereotrader macht ja gerade den Job hier mit einer Trail Distance 3 Punkte TA6. Gut, so, das war doch erstmal nice. So, Nelson, jetzt kann ich ja das wahr machen, was ich vorhin gesagt habe. 10 Minuten Live-Trading, dann sind wir fertig. Wir haben noch darüber gesprochen. Ja, ne? So, aber eigentlich könnte man das hier schon sagen, gut. Was Mikro dichter an den Mund. Okay, das ist. Ah, ich kann vielleicht. Oh, sorry, ich habe hier nämlich vorhin alles resettet. Ist ein bisschen leiser. Kann aber nochmal aufdrehen. So, das war doch erstmal so weit, so nice, ne? Würde ich doch mal sagen. Gut, so, muss hier ganz kurz mal irgendwie was gucken. Dann gebe ich hier gleich nochmal irgendwie das Bild vom Chart da drauf, ob das alles so. Ja, ne, Moment. Warum geht das jetzt hier nicht? Ich wollte mich hier die Statistik anschalten. Ja, da war irgendwie gerade keine Lust. Mal gucken, vielleicht kommt es ja gleich irgendwie noch. So, okay. Wer war dabei? Wer hatte gleiche Idee? Muss ich jetzt natürlich ja wieder fragen. So, hier war das Ding, ne? Also den zweiten hätte ich echt drin lassen können. Da war ich so ein bisschen, aber naja, gut, so ist das, ne? Man ist halt eben auch oft mal irgendwie so ein bisschen geprägt davon. Ich habe es jetzt auch schon oft erlebt, dass ich da genau eingestoppt wurde in so einen Tick nach oben und dann erstmal wieder korrigiert. Und weil das eben auch am Ende von der 5-Minuten-Periode war, habe ich da gedacht, okay, ich nehme den zweiten erstmal wieder raus. Ne? Aber generell ist doch nett. So, Dilana dabei, Happy Sunrise dabei, Thomas dabei. Ich sehe nichts, kann ich in der Türkei nicht empfangen. Okay, hast du aber dann gehört. Wo der Long war. Der Werner war dabei. So, hier bei GoToWebinar auch. Auch einige Janett. dabei, ja. Ja, Gleiche auch Idee ein. gehabt. Ja, wir haben ja immer die gleichen oder ganz oft die gleichen Ideen. Die guten haben wir zusammen, ne? Sagen wir doch einfach mal. So. Ja, aber das war, glaube ich, irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man irgendwie das Volumen interpretieren kann, ohne dass man jetzt hier großartig mit, wie heißt es, mit Order Flow und da halt zu tief reingeht, ne, sondern rein vom Bild her. Weil Order Flow ist halt dann auch immer die Frage, ne, bringt, also wie weit einen das dann halt bei schnellen Bewegungen weiterbringt, weil es jetzt natürlich unfassbar viele Informationen dann eben sind, die da halt mit reinspielen. Ne. Daher, ja, aber wie man hier sieht, ne, genau nochmal da oben an die Kurve dran und ja auch erstmal in Richtung Eröffnung ja auch, ne, beziehungsweise da erstmal nochmal drüber. Die Eröffnung war ja hier, da wollte ich ja auch eigentlich hin, ich habe vorhin erwähnt, und dort erstmal raus ist auch, glaube ich, jetzt nicht so wirklich falsch. Das war, glaube ich, schon okay. So, einige sind auch noch drin. 30 Punkte, 50 Punkte, Lutz bei 790 rein. Ja, ne? Ja, ich hätte natürlich hier einfach auch die Limit liegen lassen können. Aber ich habe ja auch vorhin ganz am Anfang gesagt, ich will erst mal gucken, irgendwie, ob da unten, ob da was zu sehen ist davon, ob die Liquidität verloren geht oder nicht, oder, beziehungsweise ob die da unten nicht zu finden ist. Und ich fand halt, dass das Zeichen war halt eben dadurch da, weil der hier so runter ist, relativ langsam, dann relativ schnell wieder raufgeploppt. Und das ist zwar, das allein würde jetzt nicht reichen, um zu sagen, ja, okay, ich gehe da mal long. Aber halt klar, wenn es natürlich an so einem Punkt ist, den man am Vortag ja dann eben auch erkennen konnte, da ist das, glaube ich, dann erstmal schon absolut angebracht. Also nochmal hier ganz kurzes Review, weil ich komme jetzt hier erstmal nicht mehr rein. Ne? Aber was man halt sieht, wobei, warte mal, was man halt sieht, ist der M15, wo ich ja immer als erstes drauf gucke, ebenfalls vorhin erwähnt, um zu sehen, wie der erste mittlere oder mittelgroße Timeframe hier jetzt abschließt. Und da kann man dann schon oft irgendwie dann auch davon ableiten, wie das dann irgendwie weiter höchstwahrscheinlich laufen würde. Ich würde jetzt folgendermaßen rangehen, wenn ich das jetzt weiter verfolgen wollte. Also hier haben wir halt die letzte Abwärtsbewegung im M15 und dann halt hier eben der Bruch. Jetzt höchstwahrscheinlich, außer er fällt jetzt irgendwie in 7 Sekunden komplett in sich zusammen. Hier haben wir so ein kleines Gap. Das wird wahrscheinlich relativ schnell zugemacht. Und dann würde ich einfach hier an diese Stelle, wo der jetzt, ne, das Ganze sozusagen geschnitten hat, ne, also bei der 864, ne, also eigentlich relativ genau hier, wobei da ist jetzt Point of Control, ne,
Aber wenn man irgendwo ansetzen will, und dann ist das hier jetzt nicht die döfste Idee. Was mich aber gerade so ein bisschen dran stört, ist, wir sind hier immer noch in Fallend unterwegs, ne? Also wenn ich jetzt hier einfach den SMA 20 da nehme, der könnte schon noch, oh, so ein lustiges Geräusch, der könnte schon noch den Markt auch ein bisschen tiefer drücken. Das heißt, ich würde eher hingehen, dann hier nochmal irgendwie, dann lieber in der Nähe von der Eröffnung irgendwie ansetzen, weil die wurde ja gerade zumindest in 15 Minuten zum Schluss hin nach oben beantwortet. Aber trotzdem will ich auch hier einen Blick drauf werfen. Ja, hier sind wir auch immer noch in Rot, ne? Das heißt, der Drops ist halt noch nicht gelutscht. Von daher könnte das natürlich auch nochmal irgendwie ein Stück weit tiefer gehen. So, jetzt bin ich erstmal wieder nochmal drin. Hier vielleicht nochmal eine Reaktion, zumindest mal irgendwie für ein paar Punkte. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Aber ich glaube nicht, dass der Punkt jetzt so irre falsch ist. Mal sehen. Aber ich würde das nicht unbedingt jetzt irgendwie, na klar, jetzt bin ich ein bisschen langsam hier, nicht unbedingt bis unten hin ausreizen. Ne? Das muss jetzt irgendwie nicht unbedingt sein. Und dann hier erstmal gucken, ob ich mit den 5 Minuten da wieder rauskomme. Also gemeint ist, ob die 5 Minuten jetzt auch im Abschluss von der Periode wieder nach oben drehen. Und weil viel tiefer als so müsste der, sollte der dann eigentlich auch nicht mehr unbedingt kommen, wenn es irgendwie gut werden soll. Ne? So, mal gucken, ob der auch nochmal gelingt. Ich will den aber relativ schnell absichern, ehrlich gesagt. So, direkt mal den Stop auf Break-Even unter dem Point of Control. Vielleicht ein bisschen knapp, kann sein. Aber ich bin mir da gerade nicht so wirklich sicher. Sonst würde ich den Stop da länger lassen. Weil was mir nicht gefällt, ist dieses Framing hier im M5. Das gefällt mir noch nicht so wirklich. Ne? Bin jetzt hier erstmal wieder raus. Weil er hier, ich so am Point of Control selber, ne, finde ich, hat irgendwie immer echt recht schwierig, den Markt dort zu fangen. Also ich glaube schon, dass wir jetzt um 16 Uhr den M15 nochmal verfolgen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier noch ein bisschen Gezackere gibt und der Markt hat eben auch vielleicht sogar nochmal irgendwie ein bisschen tiefer kommt und dann nochmal eine Runde tiefer irgendwie Luft nimmt. Ne? Weil halt hier eben dieser super kurze Timeframe, was ja der M5 in dem Moment ist, weil der einfach noch nicht so wirklich mitspielt. Und der H1 ist auch immer noch rot. Das sollte man nicht vergessen. Ne? Deswegen hier so ein bisschen wieder so ein bisschen übervorsichtig, aber ich will jetzt auch hier keine Position zusammenbauen, die ich dann nachher irgendwie über 16 Uhr hinaus da halt irgendwie noch managen muss, weil ich bin echt so ein bisschen im Eimer. Also ein bisschen, nicht wirklich im Eimer, aber müde. Ich bräuchte mal irgendwie einen Break, irgendwie den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Und von daher will ich mir das jetzt nicht antun. Aber von der Erklärung sollte das eigentlich hilfreich sein, was ich gerade meinte. Ne? Man sieht es ja jetzt auch schon. Er macht jetzt hier nochmal ein tieferes Tief. Das heißt, nächste mögliche Reaktion wäre dann jetzt hier am Value Area Low, der Intraday. Und das stört mich auf jeden Fall, um da jetzt einfach so dran festzuhalten. Von daher erstmal alles soweit. Okay, so, das heißt, ich werde jetzt hier erstmal keinen weiteren mehr aufmachen, ne, aus genannten Gründen. Gucken wir uns mal irgendwie den Markt aber an, wie der weiterlaufen könnte. Also generell bin ich ja der Meinung, wir sollten immer noch darauf auf die 41.030. Sieht man die hier im H1? Ja, nicht so deutlich. Ne? Im Daily sieht man die ein bisschen besser. Und das ist ja eben Teil von meinem Livestream, den ich ja jeden Abend mache, zur Erklärung, was der Markt oder wie ich den Markt sehe, warum, weshalb, wieso. Also hier nochmal ganz kurz als Review und damit man das auch eben vielleicht weiter mit einfließen lassen kann in seine Überlegungen, ist also hier dieses Volumen, ne, hier auf der linken Seite dieser Block, den wir da halt haben. Da sind wir gerade irgendwie reingestochen und hier unten war keine Liquidität. So, deswegen habe ich drauf gebaut, dass die jetzt nicht mal eben stattfinden wird, weil der Markt halt generell im Aufwärtsimpuls ist. Das heißt, so ein Stich darunter völlig fein. Und da könnte man ja sagen, ja, hier ist Stops gefischt. Ja, will ich so irgendwie gar nicht nennen. Ne? Aber halt, das ist völlig legitim. Da unten kein Volumen, okay. So, das heißt, es wird jetzt hier drauf ankommen. Wenn jetzt der H1 es schafft, hier oben drüber zu schließen, also das Beispiel an der 40.900 oder drüber, ja, und also zumindest mal hier über diesen letzten Stunden. Also wenn wir hier oben irgendwo dicht machen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nur einen kleinen Rücksetzer kriegen um 4 Uhr und dass der Markt dann auch relativ schnell, ne, also das müsst ihr dann irgendwie von hier, ne, nach da und dass der Markt dann relativ schnell mit einem kleinen Rücksetzer da oben die 41.030
30 dann eben auch rausnimmt. Das wäre so der nächste handelbare Impuls, der eben plausibel wäre. Plausibel, warum? Erstens haben wir die letzten Stunden erledigt, zweitens haben wir an gestern quasi im Kassamarkt angeschlossen. Auch hier in dem Volumen von heute stehen wir damit wieder. Wir haben den Point of Control von gestern hätten wir überschritten und hier unten keine Liquidität und liegen im Long-Impuls generell übergeordnet. Deswegen wäre das für meine Begriffe völlig plausibel. Auch wenn der höher schließt, quasi FOMO-mäßig da oben reinspringen, würde vermutlich auch gehen. Trotzdem keine Empfehlung. So, Short für meine Begriffe nicht attraktiv, weil eben übergeordnet alles Long ist und es wahnsinnig schwierig sein dürfte, da irgendwie Short zu finden. Also hier oben vielleicht irgendwo noch eher, weil das sich hier oben dann halt mal kurz verausgabt, ja, und dann wir hier oben so einen gleichen Effekt haben wie hier unten, also keine Liquidität, dann kriegt man wahrscheinlich auch relativ schnell ein paar Punkte rückwärts. Aber hier jetzt nach dem Motto, ja, der schließt dann jetzt da hänge ich mich Short dran. Ich glaube, das könnte ziemlich anstrengend werden. Deswegen bin ich da nicht so wirklich ein Freund davon. Ansonsten, wenn das eben übertreibt, haben wir hier immer noch unten dieses Level, was ich da auch gestern schon eingezeichnet habe, dann könnte er natürlich dann hier auch aufsetzen. Das heißt, das Valley Area High wäre das ja dann von vorgestern, hier unten bei der 40.694.700. Dort wäre nochmal ein denkbarer Punkt und natürlich dann so oder so. Dann da unten bei der 40.599 einfach unverkennbar hier diese Biege, ja, und das schon relativ markant. Nach vielen Stunden irgendwie runtergedrückt und dann hier genau nochmal gekauft, also dann auch wieder ein markanter Punkt, also entweder dort oder eben auch ein Stück davor. Das wäre so mein weiterer Ansatz für den DAU jetzt erstmal. Gut, okay, also Live-Trading, also beziehungsweise ein Trade hier zu finden. Ich glaube, da habe ich auch gerade irgendwie, behalte ich auch gerade recht mit meiner Einschätzung, dass das hier jetzt irgendwie ein bisschen anstrengend werden könnte im kleinen Timeframe und dass der eben nach unten stänkert und das halt eben so eine Stressnummer werden könnte dann bis 16 Uhr und dass ich da nicht mehr reingehe. Ich glaube, das ist erstmal jetzt nicht so falsch. Hier den Impuls mitgenommen von unten nach oben, das war so fein, soweit alles richtig. Ne? Und alles Weitere wird man dann eben sehen. Aber okay, ich glaube jetzt hier irgendwie auf die Schnelle, da 50 Punkte. War ja jetzt nicht so irgendwie übel. Es soll kein Selbstlob sein, also, sondern eher so eine eigene Überprüfung, so, okay, passt das, reicht das? Ja, ich finde schon. Ne? Also, wenn man irgendwie, wenn man es schafft, auch wenn das jetzt hier nur eine Drittelposition war, und dann sind sie aber dann immer noch irgendwie, dann halt irgendwie 16, 17 Punkte, irgendwie in einer halben Stunde sauber und völlig okay. Ne? Also, glaube ich mal. Okay, wann machen wir den Nasdaq? Als Softwareentwickler solltest du den Tech-Index haben. Ja, vielleicht gerade deswegen nicht, Dilana. Also, ja, ne? Und, genau, Star Chaser dabei. Ja, du hast so gesagt, nicht nachmachen. Ja, ich sage ja immer, ne, drüber nachdenken, ob man nicht einfach die gleiche Idee hat und die dann vielleicht nicht mit mir zusammen handeln will. Alright, so, also, ich Aber es glaube. wäre doch schön, da so viele da sind, dass du einen Daumen hoch kriegst, oder? Auf YouTube. Genau, also wenn der Nelson das sagt und der Nelson dazu aufruft, lasst dir gerne ein Like da, dann freue ich mich natürlich überaus darüber, weil es mir natürlich hilft in meiner Sichtbarkeit. Ganz klar. Gut, aber kurz und schmerzlos ist ja auch mal ganz nett. Wahrscheinlich vielleicht das kürzeste Webinar, aber ich glaube ja ganz okay. Nur eine halbe Stunde, ich meine, wenn es das eben war und es jetzt nur noch eiert, dann ist das doch völlig passend. Doch völlig okay. Ja, genau, wer hört schon auf dich, Star Chaser? Naja. Gut, Happy Sunrise über die gleiche Strecke wieder runter. Ich gucke hier noch gerade drüber, haben wir da noch irgendwas? No? Okay, die letzte Frage, die muss der Nelson, muss er wissen, ob er da was zu sehr sagt oder erstmal noch nicht. Und da halte ich mich erstmal raus. Nelson, du siehst, ne? Die Frage, die ich meine. Heute geht's um dich und den Stereo Trader. Okay, das war Nelsons offizielle Antwort. Das ist auch völlig okay. Da wird schon noch was dazu gesagt werden, Lutz. Gut, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Vor allen Dingen auch fürs Warten, weil ich euch 10 Minuten habe warten lassen. Aber dafür hat es sich ja vielleicht dann gelohnt, die 10 Minuten zu warten, weil mehr als irgendwie Geplänkel wäre es dann eh nicht gewesen in den 10 Minuten. Vielleicht machen wir das einfach immer so. Nein, Quatsch. Das nächste Mal versprochen wieder ungehetzt. Heute war es leider nicht zu vermeiden. Also nochmal, danke, danke, danke fürs Dabeisein auch an GoToWebinar und natürlich auch an TraderPuls und hier in die YouTube-Gemeinde, wenn ihr möchtet.
sehen wir uns heute Abend dann wieder um 23 Uhr, wenn ich den Markt für den Mittwoch bespreche und da auch schon versuche, ein paar Ansätze zu geben, die man mitnehmen kann. Ansonsten holt euch den StairTrader, wenn ihr den noch nicht habt, ne? Ganz wichtig, oder natürlich und oder das Live-Chart-Add-ons, damit man die Levels dann eben auch live mitkriegt, beziehungsweise dann halt einen Chart habt, die ich mir immer einzeichne. Abonniert den Kanal, wie der Nelson schon sagte, lasst ein Like da. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich bedanke mich zum 100. Mal, gebe dem Nelson jetzt am besten die Bühne fürs letzte Wort, sonst bedanke ich mich noch 5 Mal und dann wird es irgendwann auch zu viel. Also Nelson, mein lieber Nelson, du hast sehr gerne das letzte Wort. Ja, tschüss. Nein, du hast schon alles gesagt. Vielen Dank an alle. Und hat mich natürlich auch wie immer gefreut, dass so viele da waren. Und ja, schönen Tag, viel Erfolg diese Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.